Wir haben nicht nur einen neuen Monat, wir haben ein ganzes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, habt die Feiertage gut überstanden. Wir haben alles gut überstanden, wie immer. Wer ausgerutscht ist, hat Pech gehabt. Ja, du nur erst wieder. Du haust wieder Bolzen raus immer. Wir haben die neuen Sachen für diesen Monat. Wir haben als erstes unsere Boxen, die wir jeden Monat bekommen. Oder ich, meine Crafters Companion Box. Und die falsche gerade. Das hier ist die richtige. Die 29 hatten wir im letzten Monat. Wir haben diesen Monat die 30. Im letzten Jahr hatten wir die. Im letzten Jahr, das ist schon so weit weg, war die 30. Und ich zeige euch einfach mal, was da drin ist. Wir haben wieder Bänder, aber das sind immer andere. Also mal sind das solche Samtbänder, mal sind das Satinbänder, mal sind das so eine ganz feinen, dünnen. Die hier sind so ein bisschen durchsichtig irgendwie. Dann haben wir wieder Strasssteinchen, manchmal sind es ja Perlen, manchmal Strasssteinchen. Dann haben wir wieder ein paar kleine Stanzschablonen zu den Stempeln, die hier mit drin sind. Die Stempel sehen aber gut aus. Ja, dieses Mal so kleine Kränze, die man gestalten kann und kleine Deko. Und Crafters Companion hat irgendwie einen Spleen für Schmetterlinge, glaube ich. Die haben immer Schmetterlinge, bei allen möglichen Sachen sind Schmetterlinge bei. Aber kann man ja auch immer mal brauchen. Das sind die Stempel und Stanzen. Dann ist auch ein Prägefol dabei, auch mit Schmetterling und Blümchen. Ja, geht im Frühling? Ja, ist Frühling. Für die ist Frühling. Dann haben wir natürlich wieder Karten und Umschläge. Dann haben wir dieses Mal Stempelpapier drin, dass man diese Stempel auch gut anwenden kann. Dann haben wir natürlich wieder Designpapier drin, frühlingshaftet und farbiges Papier, um die Karten zu gestalten. Dazu findet ihr dann auch separat ein Video von uns. Ich weiß gar nicht, ob wir das früher oder später veröffentlichen. Also immer um den Dreh, wenn wir das Einkaufsvideo machen, sind auch die Boxen fertig. Kann auch sein, dass das morgen erst kommt. Müsst ihr mal gucken. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Dann haben wir natürlich die Stempelmühle-Box, die ich auch jeden Monat bekomme. Und hier dreht sich jetzt dieses Mal alles um Blüten, die man selber machen kann. Da ist jetzt eine Stanzschablone Blüten drin. Dann sind diese Stamen, heißt es immer, diese Blütenpollen damit drin, verschiedene. Dann haben wir eine Prägeplatte, also so eine Gummiplatte, um die Teile prägen zu können. Und natürlich auch die Prägestifte, die mit den verschiedenen großen Kugeln sind mit drin. Also hat man, das ist ja cool. Hat man alles komplett. Und man kann die Blümchen aus Papier machen oder eben aus Moosgummi, aus Foam. Und da sind dann drei verschiedene Pakete. Mit Moosgummi drin? Das ist alles Moosgummi jetzt. Ist das und das cool. In verschiedenen Farben. Hier sind ja zweimal Rosé, zweimal Dunkel und zweimal Pastell. Dann haben wir hier Weiß, so ein dunkleres, naja, Gelb sollte bestimmt sein, helleres, ein Rosé, Orange und Grün haben wir mit drin. Und dann haben wir hier Weiß, Weiß, Dunkelweiß, Dunkelweiß. Grün und grün, damit man dann auch die Blätter machen kann. Für mich, ich habe festgestellt, ich habe hier solche Blüten schon öfter mal gemacht, eigentlich braucht man nur Weiß. Weiß. Und dann kann man mit Aquarellstiften oder mit diesen, wie heißen die Dinger? Hier habe ich sie. Diese Art Crayon von Marabu. Das sind so eine, ja, Kreidestifte, hat man früher immer gesagt. Und damit, das kann man auf ein Schwämmchen machen und dann kann man damit hier diese schönen Schattierungen machen. Also kannst du mit Weiß, mit weißem Schaum, alle Farben von deinen Blüten gestalten, wenn du solche Stifte hast. Und die Stifte müssen ja nicht die teuren hier sein. Es gibt ja auch Preiswerte davon. Ich habe auch, glaube ich, irgendwo ein paar Preiswerte. Und auch dazu findet ihr dann das Video bei uns. Irgendwann mal. Spätestens morgen oder übermorgen. Also immer zeitnah an dem Kaufvideo hier dran. Und dann habe ich natürlich im Laufe des Monats bei Stempelmühle wieder zugeschlagen. Es gibt ja im Moment so viele schöne neue Sachen, wo man eigentlich nicht dran vorbeikommt. Von diesem Set hier von Lee Holland, das sind auch Stempel von Crafters Companion, also die man bei Crafters Companion bekommen kann. Da gibt es jetzt so eine Serie mit so kleinen Drachen. Hier habe ich einen mit so Kuchen aufeinander gestapelt. Dann habe ich so ein kleines Geschenk. Das sind so Sachen, die man immer wieder verwenden kann für Geburtstage, was weiß ich, alles Mögliche. Und einmal mit so einem Herz. Fand ich so süß mit dem kleinen Drachen. Da gibt es natürlich noch viel mehr, aber alles kann man nicht haben. Also bescheiden, ne? Man ist ja bescheiden. Ich habe jetzt bloß drei davon genommen. Das waren jetzt die, wo ich gesagt habe, gut, die muss ich unbedingt haben. Drei.
weil man ja immer ganz viel Unordnung hat in seinem Bastelzimmer oder irgendwelche Sachen, die man irgendwo reinmachen muss. Da kam dann, weiß gar nicht, jetzt erst vor ein paar Tagen, also im letzten Jahr, nicht dieses Jahr, kam dann von, was ist das jetzt hier? Stamperia, nee, Finnabier, kamen dann solche Taschen. Gibt es in verschiedenen Größen bei Stempelmühle und ich habe mir gedacht, ja, wenn die große Tasche jetzt bloß 2 Euro mehr kostet als die kleinere davon, dann nimmst du natürlich die große Tasche. Habe mir die große gekauft, die kostet wirklich 80 Euro, aber die musste kamen. Auf dem Bild sah das auch aus, als wenn die mit diesen Teilchen hier beklebt ist, aber das ist eine Stofftasche, also das ist ein Muster im Stoff drin, sieht trotzdem schön aus. Obwohl das 3D-mäßig aussah auf dem Bild, dass, wie gesagt, die Teile so draufgeklebt sind. Und dann hat man halt eine Tasche, wo man verschiedene Sachen so reinmachen kann. Das Zeug hier kann ja raus. Und dann kann man da, ich habe überlegt, ob man da vielleicht die Stempel, hier diese Platten reinkriegt. Na, schade. Die passen da leider nicht rein, aber ich werde da sicher irgendwas finden, was ich da reinmachen kann. Die Tasche fand ich halt so schön. Die musste mit. Dann habe ich bei Stempelmühle noch ein paar neue Stanzplatten gefunden, Cutting Pads, in so einem Lila mit Glitter drin. Ich habe versucht, daran vorbeizukommen, es ging nicht. Am Ende habe ich es doch in den Warenkorb reingepackt, die musst du haben. Und da es zu diesen Platten auch noch passend eine Tasche gibt, habe ich mir die Tasche, aber die ist billig, die kostet nur 6 Euro oder so, die war jetzt nicht so teuer. Und da habe ich mir gedacht, dann kann man die ganzen Platten, die man hat, damit die nicht immer so lose rumflattern. Ich habe nämlich immer das Problem, die fallen mir da von meinem Stanztisch, wenn ich dagegen komme, fallen mir die Platten runter. Und ja, jetzt kann man die Platten alle, man hat ja auch diese Gummiplatten und Metallplatten und alles, was da noch so zugehört, dann kann man die nämlich alle schön in diese Tasche hier reinmachen und hat das alles komplett. Und dann fallen die mir auch nicht mehr vom Tisch. Fallen nicht mehr die einzelnen Platten vom Tisch, sondern gleich das ganze Fällt Paket. Das ganze Ding. Und dann hat man nämlich hier diese ganzen Krams, was man hier so hat. Diese dickere Platte von der, was ist das hier, von den Spellbinders. Dann diese Stanzplatten für die doppelseitigen Stanzschablonen, die man hat. Diese Gummimatte, die da von, das ist auch wieder von Spellbinders. Aber das passt dann hier alles schön rein. Dann habe ich hier die braune Platte, das war auch Spellbinders, aber die kann man alle auch mit der Gemini verbinden oder mit der Sizzix verbinden, mit der Big Shot da. Und dann hat man die Platten hier nämlich alle, ich hoffe, die passen da alle rum. Ja, nun, alle zusammen. Nun mach doch nicht hier eine Pack, doch. Ein Packvideo, wie du Platten sortierst, sondern zeig, was du gekauft hast. Das wird, hört ja an mir auf, ey. Jetzt blenden wir erstmal ab, ey. So, und weil mir die kleinen nämlich auch immer runterfallen, kann man hier dann auch die ganzen kleinen Platten, die stecke ich mir einfach so rein hier, damit ich mehr reinkriege. Und dann hat man das alles schön zusammen in einer Tasche, selbst wenn man sie nicht mehr zumachen kann, hat man das zusammen alles und das fällt nicht mehr alles runter. Hier ist noch die Platte, passt hier auch noch mit rum. Zack. Weißt du nicht alles brauchst. Und dann ist das aufgeräumt. Dann gab es von Stamperia noch ein paar ganz tolle Stempel, hier mit so einer Weltkarte. Fand ich toll, ist mal was ganz anderes. Und dann hier so ein Zeitungsausschnitt, nicht nur mit Schrift, sondern auch mal mit ein bisschen Bildchen und so. Fand ich auch ganz toll. Und dann auch große, dass man sich da schöne Karten mitmachen kann, schöne Kartenhintergründe. Also fand ich ganz klasse, musste ich haben. Gut, die kosten jetzt auch wieder ein bisschen mehr, aber mein Gott, die hat man sein Leben lang, gehen ja auch wieder nicht kaputt. Und dann habe ich für Mixmedia-Projekte, da habe ich ja schon ein paar von diesen Soft Molds, nennen die sich. Das sind so Plastikformen, in die man diese ja, Cremes reinmachen kann, die dann trocknen. Oder eben auch Acryl aus dem Baumarkt, was so in diesen Tuben drin ist. Ja, und dann kann man sich schöne Sachen zaubern, schöne Abdrücke machen, um Hintergründe auf Mixmedia-Projekten zu machen. Das ist auch alles von Stamperia. Da habe ich jetzt hier mal eine Uhr. Ich will mir irgendwann noch mal eine Uhr basteln. Ich dachte, vielleicht passt das, aber die ist ja mal ein bisschen klein. Müssen wir mal gucken. Dann ist hier auch so ein Zeitungsausschnitt, so ein, naja, dass man das ein bisschen erhaben, alles gestalten kann. Nicht nur stempeln, sondern dass man das auch in 3D-Optik ein bisschen machen kann. Dann habe ich eine Schablone gefunden, die fand ich das ist ja cool. Ganz toll. Wenn man jetzt Schachteln, Schatullen, was weiß ich, macht, hat man hier solche, vielleicht sieht man es von hier besser, dann hat man solche Schnallen, die man daran machen kann. Man hat Vorhängeschlösser, die man richtig als Schloss auch arbeiten kann. Das sieht man ein bisschen
dicker aussieht als nur diese ganz feinen Sachen, die man sonst immer hat. Scharniere, die man ansetzen kann, einen Griff, was man so irgendwo ranmachen kann. Gut, dieses Fernrohr ist mir den Tag gar nicht aufgefallen, was das jetzt damit zu tun hat. Aber ein Fernrohr ist eben, das soll Travel oder sowas sein, also Reisen. Ist ja cool. Reisen, und das ist richtig eine tolle, da war ich richtig begeistert, in A4-Größe. Das ist richtig cool, da kann man richtig schöne Sachen mitmachen. Und dann gab es auch von Stamperia eine, ja, Mixed-Media-Mold steht ja drauf, Mixed-Media-Form. Das sollte eine Silikonform sein, ist es glaube ich eigentlich auch, ich habe es noch nicht ausgepackt. Aber diese Motive sind doch wohl der Hammer. Also das sind so schöne Sachen, die man, kann man auch wieder schön kombinieren. Und da werde ich mir demnächst mal eine schöne Schatulle machen, wo meine ganzen Hundesachen reinkommen. Also wir haben absolut für unsere, Wahnsinn. Wir haben für unsere Hunde so eine schöne Weihnachtsklamotten und sowas. Die Bilder müssen wir auch mal veröffentlichen. Ja. Aber da sollen die Sachen dann halt rein und da soll ein richtig schöner Koffer oder sowas entstehen. Dann habe ich mir auch noch ein Reispapier mitgenommen für meine Uhr. Gut, das ist jetzt auch wieder bloß A4, aber vielleicht reicht es ja in der Größe. Müssen wir mal gucken, dass man sich da eine Uhr gestaltet. Man kann ja hier ringsrum noch ein bisschen was machen. Kannst ja mehrere Uhren auf einen Blatt. Oder so. Ich habe bloß eh so ein Uhrwerk. Also das haben wir noch liegen. Und da habe ich mir gedacht, machen wir eine neue Uhr. Weil meine anderen Uhren, die ich bis jetzt gebastelt habe, die sind ja alle schon wieder weg. Die haben ja alle schon wieder Beine gekriegt. Die sind alle weg. Wenn wir Besuch kriegen, dann wird unser Haus immer ein bisschen ausgeräumt. Gott sei Dank. Ja, kann man, hat man Platz für neue Sachen. Dann gab es so kleine, ja, Shipboards, sagen die wohl auch immer zu. Aus, das ist jetzt hier irgendwie Pappe, nicht Holz, sondern aber auch richtig schöne Teile, wo ich gesagt habe, gut, die brauche ich, die kann man auf Bücher drauf machen oder eben auf diese Mixed-Media-Sachen, wenn man sowas macht, ein paar, wie heißen die, Zahnräder und auch wieder Uhren und sowas, kann man immer alles damit draufsetzen. Flügelchen gehen auch immer und da kann man so, naja, mal sehen, was wir damit gestalten, aber haben muss man es erstmal. Das wird das Jahr der Uhren dieses Jahr. Denke mal. Wenn man sich schon Sachen kauft für Mixed Media, dann kauft man sich natürlich auch diese Buttons dazu. Also das sind jetzt lauter kleine Zahnräder in verschiedenen Farben. Größen. Mal Silber, mal so Antik, Farms, Bronze. In verschiedenen Größen und Formen. Und dann gab es hier noch so Ecken dazu. Da ich mir dachte, ja, so für Bücher oder mal gucken. Aber man muss das halt erstmal haben, um damit arbeiten zu können. Hinlegen. Wer hortet, der hat. Wer kann damit arbeiten. Dann gab es von Sissix, ich weiß gar nicht, ob ich die aus den älteren Sachen rausgefunden habe, gab es solche Prägefolder. Hat man eigentlich schon ganz viele, aber wenn man schon mal so auf der Art von Steampunk oder Mixed Media dann eben ist, dann kann man sich auch noch diese Prägefolder dazu kaufen. Und da habe ich mir gedacht, dieses sieht doch richtig toll aus, sieht dann aus wie Metall, was zusammengeschweißt ist. Da kann man auch schöne Herrenkarten mit basteln, hoffe ich mal. Und das sind jetzt richtig dicke Teile. Das ist ja Wahnsinn, wie dick die sind. So eine dicken hatte ich ja noch gar nicht. So, mal gucken, wo die dann wieder reinpassen. Richtig 3D. Einmal diese Sorte und dann Holz. Holzoptik kann man wieder für Weihnachten und was weiß ich alles verwenden. Oder auch Frühling. Eine Weile hin, ne? Ja, aber Frühling und sowas kann man das auch machen. Und ja, wenn es so ein Prägefolder schon mal gerade gibt, dann kauft man den auch mit. Na sicher. Dann habe ich mir einen dicken Klebestift gekauft. Den könnte man ja eigentlich auspacken. Einen dicken Klebestift, wo man richtig gleich eine Breite mit einstreichen kann. Da kann man tolle Hintergründe zaubern. Entweder über Schablonen oder einfach nur einen vergoldeten Hintergrund mit solchen Gilding Flakes, nennen die sich. Ja, steht auch drauf, Gilding Flakes. Die werden dann da drauf gemacht, festgerubbelt und dann hat man einen metallischen Hintergrund. Sieht toll aus. Diese Gilding Flakes gibt es in verschiedenen Farbtönen, nicht nur Gold und Silber, sondern auch bunt. Und da habe ich aber schon welche in, ja, so lila und was weiß ich Tönen. Habe mir jetzt noch das Gold und Silber dazu geholt. Also Silber habe ich noch gekriegt, das Gold wird noch nachgeliefert. Und mit diesem dicken Klebestift, mal sehen, was man da noch alles Schönes zaubern kann. Aber den braucht man halt dafür. Und dann habe ich gleich, wenn man schon mal dabei ist, noch einen anderen mitbestellt. Das ist das hier, Smooth. Das ist ein, naja, der so dünn machen soll, also eine dünne Linie machen soll. Mal gucken, wie dünn der ist. Ja, das ist so ein dünner Roller. Muss ich mir erstmal in Ruhe angucken. Ein dünner Stift. Und noch einen. Hier habe ich noch einen Glue Pen.
noch eine andere Sorte. Hat mir gedacht, wenn ich jetzt, dann nehme ich mal alle Sorten, die es da gibt, in den verschiedenen Größen. Der ist ein bisschen kleiner. Da kann man auch Sachen mit aufkleben. Mal gucken, wie das so funktioniert. Die drei. Hatte ich euch in einem meiner letzten Videos erzählt, dass die Amis immer so eine schönen großen Pinsel haben, wenn die mit diesen Perfect Pearls arbeiten oder auch mit diesen Gilding Flakes. Und den habe ich jetzt zufällig auch gefunden. Man weiß ja immer nicht, wie die heißen. Und wenn man dann so ein bisschen blättert, dann findet man ein paar Sachen, die man sonst so nicht findet. Und habe ich gedacht, wenn du den jetzt schon mal hast, also gefunden hast, du weißt ja später wieder nicht, wie der Ding heißt, nimmst du den gleich mit und dann hat man so einen schönen großen Pinsel für den Staub und die Fusseln und alles so mal abmachen. Ja, der ist schön. Ja, mein Mann grinst schon wieder, aber der ist schön, den braucht man. Und weil ich ja mein weißes Embossing-Puder nicht wiederfinde, habe ich mir jetzt eine große Dose gekauft. Da sehe ich dann immer gleich diese große Dose, das ist jetzt mein Weiß. Und dann ist die große Dose verbasselt. Und dann ist die große Dose verbasselt. Aber jetzt finde ich bestimmt meine kleine Dose irgendwann wieder. Eigentlich findet man ja, wenn man neue gekauft hat, das wieder. Ich habe jetzt die große Dose, dann hatte ich mir nochmal, habe ich gedacht, Gold und Silber gekauft. Aber die sind jetzt irgendwie, ja, weil man immer nicht weiß, wie das heißt. Sallys Fock und Manuelas Honey. Manuelas Honig und Sallys Nebel. Naja, man geht mal sehen. Gut, man braucht immer mal ein bisschen was Neues. Kann man ausprobieren. Dann werden wir sehen, ob es Gold und Silber ist. Ich dachte, das ist Gold und Silber. Ist wie Gold und Silber, riecht wie Gold und Silber. Also ist es doch Gold und Silber. Ich habe noch nicht getestet, ob es auch so schmeckt. Aber müssen wir ausprobieren. Ja, dann sind vielleicht weiße Stellen mit drin, dass das so Vintage oder sowas ist. Keine Ahnung. Man muss wirklich da immer einen Profi fragen, ob man jetzt ein Goldnet kauft oder irgendwas anderes. Und weil ich auf Glitter so stehe, habe ich dann diese Nuvo Glittermarker. Wenn man schon mal bei wie heißt das? Es heißt ja nicht Nuvo, sondern... Ach, die Firma Tonic Studios. Wenn man da guckt, dann findet man diese Nuvo-Markers. Diese Glittermarker. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt ein bisschen Glitter braucht man auch mal. Und habe mir dann hab mir noch solche Glitterstifte mitbestellt. Da gab es dann jetzt leider nicht alle Farben. Manche gab es so als Dreier-Set und manche gab es dann so einzeln. Da habe ich mir ein paar einzelne und ein paar als Set gekauft. Und naja, die werde ich mir dann gleich mal einsortieren in meine Stiftesammlung. Grün, verschiedene Töne, Rot, verschiedene Töne. Naja, mal gucken. Und das ist ein komisches Glitter. Das ist nämlich ja nicht... Also wenn ich sonst so Glitterstifte hatte, da merkst du gar nicht, dass das irgendwie glitterig ist. Aber wenn du diese Stifte hier hast, die ist nämlich hinten drauf gemalt, da merkt man richtig, dass das rau ist. Oh. Da bin ich mal gespannt. Das ist so. Was das alles sieht. Ja, und die sollen nämlich auch toll sein für die Blüten. Diese aus Moosgummi, die Blüten, dass man da ein bisschen Glitter dran machen kann. Ach ja. Da hatte ich dran gedacht, dass man die dann nimmt, ja. Dann habe ich mir noch ein Embossing-Pen mit dazu genommen. Da konnte man ja auch tolle Sachen. Du kannst dann eben damit schreiben. Gut, ich werde damit bestimmt nie schreiben, weil meine Handschrift sieht nicht so schön aus, als wenn ich das irgendwie stemple oder mit einem Computer schreibe. Aber man braucht den, weil das halt ein wunderschöner Stift ist. Und man kann ja damit auch über eine Schablone malen oder sowas. Geht ja auch. Und dann habe ich noch so einen anderen Klebestift. Also wenn, dann will ich die jetzt alle mal ausprobieren, welcher Klebestift dann besser ist. Der hier soll jetzt ganz fein sein. Mal gucken. Das ist jetzt wirklich eine ganz feine Spitze hier oben, so ein Rollpen. Mal gucken, wie das dann klebt. Squeeze Roll Glue. Also hier drauf drücken und dann kommt vorne der Kleber raus und dann soll das kleben. Na, da bin ich mal gespannt. So, ihr Lieben, das sieht jetzt wieder gar nicht so viel aus, läppert sich aber trotzdem über einen Monat immer zusammen, was das an Geld halt kostet. Ich muss halt auch immer gucken. Ja, ist halt so. Ich hab so Mitleid mit dir. Ja, ich weiß. Ich sehe richtig, wie du weinst. Aber nicht, weil du Mitleid hast, sondern weil du deine Kohle heulst. Ist egal. Das muss man alles immer mal haben, um neue Sachen machen zu können. Ich freue mich über jedes Stück, was ich habe. Und ja, das ist jetzt mehr oder weniger dann immer mein... Ich hätte jetzt fast gesagt Weihnachten, aber ich kaufe ja jeden Monat die Sachen ein. Aber ja, man braucht die halt zum Arbeiten. Ein Bastler muss das haben. Also bleibt neugierig, was wir damit so in nächster Zeit machen. Die ersten Videos kommen ja schon gleich in den nächsten Tagen, wenn wir damit jetzt anfangen zu arbeiten. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bleibt gesund. Bleibt uns treu. Bleibt uns treu vor allem, ja.